New York! New York! New York! New York!
Thank you.
Michael Jackson. Jetzt kommt bitte Musik von einer Frau, die da nicht so eine große Aufmerksamkeit erlangt hat in den 50ern und so weiter. Die haben die aber immer alle der weibliche Elvis genannt. Also es handelt sich um eine Frau, ja. Und die heißt Janice Martin. Und die ist super toll. Und die macht heute noch Musik und geht auf Tour. Und die haben die immer der weibliche Elvis genannt. Also ich finde das eine Unverschämtheit. Anyways, hier kommt eines der tollsten Lieder von Janice Martin. Good Love, check it out. Thank you.
das ist eine Unverschämtheit. Also Anita, this song is about you, for you. 1920, Berliner Kabarettszene. Anita Berber, die Königin. Königin Berlin. Mit ihren exotischen Tänzen, ihren Dichterlesungen, ihren ausschweifenden Lebensstil, ihren sagenumwobenen junkies, whores, and pimps, devils around my bed. There was no choice, and I made no difference, and no one seems to notice. Thank you.
Verschiedenartigste CDs. Eine mit der Leipziger Big Band. Yeah. Big Band Orchester mit ganz tollen Überraschungssongs, die auch nicht so viele Leute kennen. Anyways, zurzeit drehe ich gerade einen Film als Schauspielerin und ich spiele die böse Königin, also die Stiefmutter vom Schneewittchen und meine Tochter Cosma. Ja, ich habe große blonde Perücken auf. Und ein wunderschönes Schloss und die sieben Zwerge werden gespielt unter anderem von Otto und Mirko, diese ganzen berühmten deutschen Komiker und auch, ach Gott, der Spiegel ist auch ein deutscher Komiker, der dann immer spielt. Und meine Tochter Cosma Shiva, die spielt natürlich das Schneewittchen. Und das ist eine wunderbare Produktion, mein Gott. Also
da habe ich mich jetzt neulich erinnert, dass, wo ich 15 Jahre alt war, war ich in Bulgarien und da hat mir eine Wahrsagerin gesagt, oh ja, sehr bald wirst du hier schon im Westen sein, goldenen Westen und Sängerin arbeiten, aber dann wirst du ja als Schauspielerin noch viel berühmter werden sein, als du als Sängerin schon warst. Und das einer 15-Jährigen zu sagen, so, Janice, help. Okay, so here we go. Oh, und by the way, zurzeit läuft in den deutschen Kinos ein wunderschöner japanischer Zeichentrickfilm mit dem Titel Chihiros Reise ins Zauberland. Und da synchronisiert meine Tochter Cosma auch eines der wunderbaren Charaktere. Und ich persönlich synchronisiere einen Zwillingshex, also zwei Schwestern, die böse und die gute Hexe. Der Film ist so klasse und mit unserer Synchronisation natürlich noch viel besser. I know the end is near, and so I face the final curtains. My friend, I hope it's clear that we're all here. Switch my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full of love. I've traveled each and every highway, and more, much more to come. Yeah.